Willkommen bei Bastelfreak, dem verrückten Bastelkanal auf YouTube. Ja, Freunde, heute beschäftigen wir uns bei DesignSpark mit dem Thema DXF-Dateien bearbeiten bzw. wir erstellen auch welche. Was ist DXF-Datei oder wofür brauchen wir eigentlich DXF-Dateien? Im Grunde ist es ganz einfach. Sobald wir was CNC-mäßig fräsen wollen und wir sind noch im Bereich zweidimensional oder manche sagen ja auch 2,5-dimensional, dann brauchen wir DXF-Dateien. Das heißt, das Teil, was wir konstruiert haben, werden wir exportieren in in DXF-Format und anschließend werden wir mit der weiteren CAM-Software, die letztendlich diesen G-Code für die CNC-Fräse erstellt, bearbeiten. Das heißt, wir exportieren eine DXF-Datei, diese DXF-Datei geben wir der CAM-Software. Mit der CAM-Software legen wir fest, welche Fräser wir haben, welche Durchmesser, ob wir Gleichlauf oder Gegenlauf haben und so weiter und so fort. Und diese CAM-Software generiert am Ende einen G-Code für die CNC-Fräse. So, ein einfaches Beispiel sieht wie folgt aus oder könnte wie folgt aussehen. Das ist jetzt hier ein Teil bzw. einige Teile von dem Schneidplotter, was ich letztens vorgestellt habe oder erwähnt habe. Die habe ich aus dieser Platte rausgefräst. Die Konstruktion war in diesem Fall tatsächlich auch zweidimensional. Das heißt, ich habe wirklich nur eine Zeichnung gemacht und habe die Teile dann quasi als DXF exportiert und bearbeitet und gefräst. Man kann aber auch, und das zeige ich euch gleich, dreidimensionale Teile, zumindest, ich sag mal, so eine, wenn ich das aus einer Platte rausfräsen könnte, wie jetzt hier zum Beispiel, kann ich das auch dreidimensional konstruieren und dann anschließend aus dieser Fläche, wenn ich die Teile hinlege, dann ein DXF-Abbild erstellen und diese DXF-Datei kann ich dann letztendlich auch bearbeiten. Wie das Ganze funktioniert und wie das aussieht, zeige ich dir jetzt. So, Freunde, als allererstes, ja, neue Konstruktion erstmal erstellen. Ich mache wie immer hier diesen Raster erstmal weg. Wir machen das Folgendes. Wir starten damit, indem wir erstmal etwas konstruieren und davon eine DXF-Datei erstellen. Ja, was könnte das sein? Wir machen jetzt einfach mal irgendetwas hier hin. Ich sage mal hier 80 x 60 mm. Das wird irgendeine Platte sein, wo ich vielleicht hier so eine Bohrung habe, oder machen wir es mal einfach mal ein bisschen symmetrisch. Wir sagen jetzt einfach mal, das soll irgendeine Halterung werden. Genau. Ah, ich habe eine Idee. Genau, ich weiß, was wir jetzt machen. Wir sagen, das soll eine Euro 43 Norm Halterung werden. Das heißt, wir brauchen hier eine Bohrung von exakt 43 mm. Und dieses Teil, ja, ich will gerade mal schauen. Dieses Teil wollen wir gerne nachher fräsen. Aber als erstes machen wir Folgendes. Wir wollen nachher dieses Teil aus einer 20 mm Platte rausfräsen. Und da soll nachher hier der Fräsmotor befestigt werden, um hier unten fräsen zu können. Das ist ein Standard Euro 43 mm Hals, nennt man das auch. So, damit wir sowas auch tatsächlich, ich sag mal, einspannen können, braucht man natürlich hier erstmal eine Aussparung. Das heißt, wir machen jetzt hier mal 3 mm. Ich mache dann hier auch nochmal 3 mm. Ihr seht, ich nutze oft so kleine Hilfslinien und Kreise und so weiter und so fort. Damit behelfe ich mir einfach jetzt hier ganz schnell. Gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, aber das ist für mich so der schnellste Weg. Wem es gefällt, der kann das ja auch gerne so nachmachen. So, jetzt machen wir hier erstmal diesen Ausschnitt hier rein. Das heißt, wir ziehen das jetzt hier raus. Das heißt, da haben wir den Ausschnitt drin. Hier kommt unser Eurohals rein und hier haben wir die Befestigung. Damit das Ganze auch ein kleines bisschen schicker aussieht, beziehungsweise auch ein bisschen praktischer ist, machen wir jetzt noch Folgendes. Wir ziehen hier nochmal 10 mm ab. Jetzt hätte man natürlich auch eine Symmetrieachse nutzen können. Aber das macht nichts und von da ziehen wir auch nochmal, sagen wir 12 mm. So, jetzt kann ich nämlich hier das schön miteinander verbinden. Ja, ihr merkt wieder ein paar Hilfslinien.
Wäre natürlich hilfreich gewesen, wenn ich hier direkt eine Symmetrieachse genommen hätte. Habe ich jetzt nicht gemacht, also hier zwischen, jetzt ist es zu spät. Und genau, aber so geht's ja auch. So, ich hätte jetzt auch ein Rechteck nehmen können statt einzelne Linien. Aber ich bin zu faul, einmal da oben hinzuklicken, daher mache ich das jetzt auf diese Art. Spielt ja auch keine Rolle, jeder kann ja konstruieren, wie er möchte. So, jetzt haben wir das hier noch rausgeschnitten und am Ende wollen wir hier von mir aus, ich sehe gerade, das ist ein bisschen zu wenig, das heißt, wir bearbeiten den Bereich noch ein kleines bisschen. Gehen wir nochmal so 3 mm rein. Ja. Und genau, die Fläche hier brauchen wir nicht mehr. Und jetzt setze ich hier noch eine Bohrung rein, um nachher zum Beispiel einen M6er oder einen M8er mit einem M6er oder M8er Schraube das Ganze zu befestigen. Aber wir wollen ja eigentlich zweidimensional konstruieren. Ich will euch einfach nur mal zeigen, dass man auch dreidimensionale Teile so ausrichten kann, dass man nachher auch zweidimensional das Teil herstellen kann. So, normalerweise hätten wir jetzt bei so einem Hals auch noch hier zwei Bohrungen, um das Teil auch tatsächlich an der Z-Achse von der CNC-Fräse zu befestigen. Damit das Ganze auch vollständig ist, machen wir das jetzt auch einfach mal. Ich mache das mal symmetrisch und sage hier von mir aus, keine Ahnung, wir wollen das mit einer M8er Schraube befestigen. Das heißt, wir wollen da ein Gewinde reinschneiden. Also sagen wir jetzt einfach mal, ich habe jetzt nicht in der Tabelle geguckt, wie genau das Maß ist, aber ich mache jetzt einfach mal 7,4 mm. Normalerweise schaut man bei Gewinde immer in eine Tabelle rein, was für ein Kernlochdurchmesser brauche ich, um nachher zum Beispiel einen M8er reinzuschneiden. Ich habe jetzt nicht reingeschaut, also bitte mich nicht festnageln diesbezüglich. Habe jetzt einfach mal schnell irgendwas jetzt genommen. So, dann machen wir das Ganze mal 16 mm tief und das war's. Das heißt, dieses Teil hier wollen wir jetzt zum Beispiel aus Alu oder aus Holz, wie auch immer, wollen wir gerne fräsen. Und hier an dieser Stelle wird das Teil nachher quasi mit diesem Flansch an unsere Z-Achse befestigt und fährt rauf und runter. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt haben wir ganz schnell hier einen Euro 43 Hals konstruiert. Und wir wollen das Teil jetzt natürlich auch so hier fräsen. Selbstverständlich können wir mit der CNC-Fräse schlecht das Teil so hier fräsen und dann auch noch diese Bohrung reinsetzen und hier die, das muss man natürlich später nachträglich machen. Bei 3D-Druck ist es ja was anderes, da fangen wir ja hier unten an, Schicht für Schicht zu drucken und dann können wir auch die Bohrungen mitdrucken. Das geht leider bei CNC-Fräsen nicht, weil die CNC-Fräse in diesem Fall, wenn es nur drei Achsen hat, geht das natürlich nicht. Bei 5- oder 6-Achs-Maschinen wäre das schon eher möglich. Aber wir haben jetzt nur eine 3-Achs-Maschine, die, ich sag mal, die meisten von uns. Aus diesem Grund machen wir das jetzt einfach mal so hier. Und jetzt ist es so, jetzt wollen wir gerne das Teil hier daraus jetzt eine DXF-Datei erstellen, um dieses Teil nachher aus einer 20 mm Platte, egal ob Alu oder Holz, rauszufräsen. Dazu gehen wir auf Speichern unter, suchen uns unser Ordner raus. Ich habe es jetzt in diesem Fall hier DXF-Datei bearbeiten, CAD. Und wir können das Projekt selbst erstmal abspeichern natürlich. Und anschließend klicken wir hier rein. Normalerweise zum Drucken würden wir jetzt STL nutzen. Aber wir wollen hier AutoCAD DXF. Also AutoCAD DXF ist so dieses Standardformat. Das wählen wir aus. Und denkt daran, dass die Einheit auch auf Millimeter steht, vorausgesetzt ihr wollt auch Millimeter fräsen, weil hier kann man auch auf Zoll stellen. Ich glaube, standardmäßig war das ursprünglich auf Zoll oder sogar Meter. Das führt dann dazu, dass die Maße nachher nicht passen. Also aufpassen, hier unbedingt auf Millimeter stellen und sagen dann speichern. Jetzt haben wir eine DXF-Datei gespeichert. So, das heißt, wie sieht diese DXF-Datei letztendlich aus? Im Grunde haben wir jetzt nur diese Oberfläche, so wie wir es hier, ich sag mal, darstellen. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir wählen die Fläche aus, gehen auf Draufsicht und exakt das hier wird jetzt als DXF quasi exportiert. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt nochmal an. Ich mache mal hier eine neue Konstruktion und normalerweise würden wir jetzt sagen, okay,
Jetzt mache ich mal hier auf Öffnen und suche hier meine DXF-Datei raus. Das geht leider nicht. Ihr seht, ich kann beim Öffnen kann ich nur Objekte oder SketchUp-Dateien, Step-Dateien, STL und so weiter und so fort, aber kein DXF. Wenn ich hier auf alle Dateien gehe, zeigt er mir das zwar an, kann es aber nicht öffnen. Ja, dafür gibt es einen kleinen Trick. Ich weiß nicht, ob das jetzt von DesignSpark gewollt ist oder ob das einfach ein Bug ist. Ich hoffe nicht, dass sie das jetzt wegmachen. Aber das macht überhaupt nichts. Wir können trotzdem diese DXF-Datei bearbeiten, indem wir jetzt einfach sagen, wir nehmen die DXF-Datei, die wir gerade eben konstruiert haben, in diesem Fall, und schieben das einfach hier oben in diese Konstruktion rein. Zack. So, wo ist das Teil jetzt? Das ist ganz einfach. Wir gehen auf hier Startansicht. Dann sucht er uns dieses Teil raus. So, wir erkennen auch hier sehr schön, dass er auch die Bohrungen erkannt hat und mitgenommen hat. Das heißt, das wurde auch mit exportiert. Aber damit können wir ja erstmal nichts anfangen. Wir wollen jetzt erstmal hier auf die Draufsicht gehen und schauen uns das Teil jetzt mal an. Das heißt, egal welche DXF-Datei ihr habt, mit dieser Funktion könnt ihr diese importieren. Und das ist so eins der Hauptpunkte, was ich euch gerne in diesem Video vorstellen wollte. Das heißt, ihr müsst es einfach nur mit der linken Maustaste nehmen und hier reinschieben in eine Konstruktion. Dann könnt ihr anschließend diese DXF-Datei auch bearbeiten. Das heißt, ihr seht auch schön, dass alle Linien hier auch erkannt wurden. So, und da könnten wir auch herkommen und sagen, zum Beispiel diese Linie hier rauslöschen bitte, das hier auch, weil das hier erkennt er nachher, wenn wir es dreidimensional ziehen würden, ja eh nicht mehr als Bohrung, sondern das sind jetzt auch nur, ich sag mal, Störfaktoren. So, und jetzt können wir ganz normal auch sagen, wir wollen gerne das Ding als dreidimensional hochziehen. Wenn ich jetzt auf Ziehen gehe, erkennt er diese Fläche nicht. Das heißt, er erkennt jetzt diese Linien zwar, aber der erkennt die nicht automatisch, weil wir das halt aus dieser DXF sozusagen importiert haben und für ihn sind das immer noch einzelne Linien und er kann daraus jetzt keine Flächen erstellen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass wir alle Linien markieren. Oh, ich sehe, hier hinten habe ich was vergessen. Wir markieren alle Linien, sodass das Ganze hier geschlossen ist und sagen Füllen. Und jetzt erst haben wir eine Fläche und können diese Fläche schön mit unserer Ziehfunktion nach oben ziehen, zum Beispiel 20 mm. So, jetzt hat das Ding irgendeine Farbe bekommen. Warum es so, ja, ich sag mal, kackgrün ist, weiß ich jetzt nicht. Spielt ja auch keine Rolle. Die Standardfarbe, wo ist denn die Standardfarbe? Ich glaube, das ist die Standardfarbe. Nee, auch nicht. Ah, ist auch egal. Also, wir haben jetzt das Teil hier quasi aus der DXF rausgezogen. Das hat natürlich auch wiederum Vorteile, wenn wir irgendeine DXF-Datei von jemandem bekommen und der hätte das Teil gerne gedruckt, dann können wir natürlich auch so diese Teile dann rausziehen. Spielt auch keine Rolle, was für eine DXF-Datei das ist. Wenn wir jetzt herkommen und sagen, wir gehen nochmal rückgängig, machen nochmal alles rückgängig und sagen, wir hätten gern noch hier eine Bohrung und da noch eine Bohrung, weil wir das Teil ja unbedingt so haben möchten. Dann ist das das gleiche Spiel. Wir markieren erstmal nochmal alles und sagen Füllen. Und jetzt haben wir hier eine schöne Fläche, wo wir auch wiederum die Bohrung entweder auswählen können oder hier diese Fläche. Und können das Ganze dann anklicken und mit der Ziehfunktion rausziehen auf 20 mm. Ah, jetzt hat er auch die Standardfarbe wieder genommen. Wahrscheinlich, weil ich erstmal hier diese Bohrung noch gekonstruiert habe. So, jetzt können wir auch herkommen und sagen, die DXF löschen wir raus und diese Oberflächen löschen wir auch raus. Und wir haben wieder ein dreidimensionales Teil erstellt. Genau, das ist eigentlich so die Hauptfunktion, beziehungsweise das, was ich gerne in diesem Video zeigen wollte. Es geht einfach nur darum, dass wir wirklich DXF-Dateien hier rausholen können, beziehungsweise bearbeiten können. Das heißt, einfach packen, hier in eine Konstruktion reinschieben und das Ganze bearbeiten. So, damit wir auch sehen, dass es auch tatsächlich funktioniert, dass wir auch nicht nur selbst erstellte DXF-Dateien hier bearbeiten können, sondern auch andere DXF-Dateien, möchte ich euch ganz kurz eine Seite kurz
Ja, kurz darstellen, zeigen. Und zwar die Seite DXF World. DXF World ist schon sehr alt. Ich kenne das schon seit über 10, 12 Jahren, die Seite. Damals habe ich ja hauptsächlich nur CNC-Fräse bearbeitet. Und hier haben wir die Möglichkeit, auf DXF-Files zu gehen. Und dann gibt es einfach ein paar Kategorien wie Fahrzeuge, 3D-Modelle, Personen, wie auch immer. Und aus diesen Kategorien, also beziehungsweise in diesen Kategorien sind irgendwelche DXF-Dateien. Wir schauen uns einfach mal, keine Ahnung, gehen wir mal bei Uhren rein. Und hier suchen wir uns einfach mal eine Uhr aus. Hier die erste können wir nehmen. Ihr müsst euch auf jeden Fall anmelden, also registrieren auf der Seite, damit ihr das auch runterladen könnt. Ich mache das jetzt gerade mal schnell. Dann klickt ihr auf Download und könnt das Ganze hier speichern. So, dann gehen wir nochmal in DesignSpark zurück. Ich habe hier wieder eine neue Konstruktion erstellt und ziehe jetzt einfach meine DXF-Datei hier rein. So, wollen wir mal gucken, wo das ist. Da haben wir das schon. Dann klicken wir mal eine Linie an, gehen auf Draufsicht und gucken uns das Ganze mal an. Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil besteht aus sehr vielen, ich sag mal, Bohrungen und Linien. Ihr müsst allerdings darauf achten, wenn ihr fremde DXF-Dateien importiert, kann es passieren, dass irgendwelche Linien oder irgendwelche, ich sag mal, Geometrien, die Linien nicht geschlossen sind. Sollte das der Fall sein, wird es schwierig, hier draus ein 3D-Modell zu erstellen, weil man erstmal die ganzen Linien schließen muss. Weil DesignSpark mag es ja auch nicht, wenn man jetzt hier zum Beispiel sowas hier hat, so bis dahin. Daraus kann ich jetzt auch kein dreidimensionales Objekt erstellen, weil es einfach nicht geschlossen ist. So, und das muss auch hier gewährleistet sein. Um das zu prüfen, ob das wirklich geschlossen ist oder nicht, sehen wir im Prinzip direkt, wenn wir herkommen und sagen, wir füllen das Ganze. So, in diesem Fall sieht das wirklich gut aus. Das heißt, wir haben hier, sehen wir sehr schön, dass alles geschlossen ist, dass hier nichts kaputt gegangen ist. Wenn irgendwas offen gewesen wäre, würden wir jetzt hier keine Fläche haben, also keine Oberfläche. So, und wir haben jetzt auch die Möglichkeit, jetzt die einzelnen Oberflächen hier auszuwählen, was wir jetzt ziehen wollen. Ich denke, dass in der Mitte kommt dann unser Ziffernblatt, beziehungsweise unsere, ja, diese Tic-Tac-Einheit. Ich weiß jetzt nicht gerade, wie das heißt. Also ziehen wir die beiden Bereiche jetzt hier mal raus und sagen, ja, keine Ahnung, wie dick sowas ist, sagen wir mal 4 mm und haben hier eine dreidimensionale Uhr rausgezogen. Dann könnte man natürlich auch herkommen und das Ganze hier so bearbeiten, wie wir das gerne haben möchten. Ja, Freunde, das war's im Grunde auch schon. Jetzt haben wir gesehen, wie man DXF-Dateien erstellt, wie man DXF-Dateien, die man erstellt hat, nachträglich nochmal bearbeitet und auch, wie man fremde DXF-Dateien einfach runterladen und anschließend bearbeiten kann. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich konnte dir ein kleines bisschen weiterhelfen bei deinem nächsten CNC-Projekt. Beziehungsweise, jetzt weißt du ja auch, dass man mit DesignSpark nicht nur dreidimensional konstruieren kann, sondern man kann auch zweidimensional zumindest exportieren, um diese Teile auch zu fräsen. Daher hoffe ich, dass dir dieses Video gefallen hat und es ist den Daumen hoch wert. Sollte das der Fall sein, vergiss bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und aktiviere die Glocke, damit du in Zukunft keine weiteren Projekte verpasst. In diesem Sinne, macht es gut, bis zum nächsten Video.